Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Alpha Saphir. Ja, beim letzten Mal haben wir Vespid gefangen. Und heute geht die Suche nach den legendären Pokémon dieser Welt bzw. dieser Region weiter. Mal schauen, was wir heute so in bzw. über der Einalregion. Der Höhenregion so finden. Vielleicht finden wir die ein oder andere seltene. Das ein oder andere seltene Gebiet. Die unerforschte Höhle könnten wir mal hingehen. Wundereiland. Oh, da müssen wir hin. Ich glaube, das war das Gebiet, das ziemlich selten auftaucht. Da brauchte man schon etwas Glück, dass es erscheint. Anscheinend brauche ich hier ein... Ich glaube, das war gerade ein Bidikat. Hier brauchen wir wohl das Eilrad. Und hier ist doch nichts. Okay, dann halt nicht. Hier ist nur ein Item. Na gut, dann haben wir die Insel hier halt doch auch mal gesehen. Warum nicht? Anscheinend gibt es hier auf diesen Inseln jeweils nur ein bestimmtes Pokémon. Oder so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich finde schade, dass man das hier nicht übers... nicht skippen kann. Das wäre irgendwie ganz nice. Kann man nicht... Ah, man kann hier so ein Looping machen. Ja, ist ganz cool und so, aber mehr ist es halt auch nicht. Gut, finden wir hier noch irgendwo was, was uns weiterbringen kann oder so. Sieht ja irgendwie nicht so aus. Da unten sehen wir ein schönes Schiffchen. Da haben wir Forster Hafen. Nee, scheint irgendwie nicht so zu sein. Dass wir hier irgendwo eine Insel finden, die noch neu ist. Wie gesagt, hier waren wir eigentlich schon. Warum es da uns immer noch angezeigt wird, weiß ich nicht. Verdammt. Ein Schwalbinibini. Hallo. Auf Level 40. Na gut, dann gehen wir mal nochmal in die unerforschte Höhle. Gut, da hatten wir schon mal nichts. Dann denke ich mal, können wir hier nochmal hin, die namenlose Ebene. Vielleicht finden wir da ja etwas Schönes. Anscheinend scheint hier jetzt etwas zu sein. Das freut mich doch schon mal ungemein. Dann gibt es wohl heute ein... neues Musketier-Pokémon. Warum auch nicht? Und zwar Terrakium. Okay. Hallo Terrakium. Wie geht's dann so? Bis mein... Ah, Moment. Ich hätte eigentlich noch einen Flottball werfen können. Gut, ich glaube, ich lasse es jetzt auch schon mit Schwächen. Das macht es dann schon selber. Mit Hilfe des Beulenhelms. Außer es hat Steinhagel ein. Da trifft es uns natürlich nicht direkt. Aber passt schon. Ja,
Mal schauen, wie lange wir hierfür brauchen werden, bis Terrakium dann mal drin geblieben ist. Einmal kann es noch angreifen. Dann sollte es in einem guten Bereich sein, wo es gut genug geschwächt ist. Ja, jetzt im roten Bereich. Wunderbar. Dann wechsle ich mal in die Beldra. Why not? Im Panzer-Aeron darf ich jetzt schon mal nicht mehr wechseln. Weil es eben den Beulenhelm trägt. Der dafür sorgen würde, dass Terrakium sich selber killen würde. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Aber wenn es, glaube ich, egal ist... Oh, das stimmt, jetzt kann ich auch noch schwertern. Aber wenn es eigentlich egal ist, ob wir es fangen oder nicht, weil letzten Endes brauchen wir es, glaube ich, nicht für ein anderes Legi. Nicht so wie das Seentrio. Die brauchen wir nämlich. Für ein gewisses anderes Pokémon. Das wir auch noch fangen wollen. Oder braucht man die hier für... Was braucht man für Zirkum und Richiram? Weil die kann man auch hier fangen. Zumindest einen von beiden. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man beide konnte. Also, ne, Zirkum und Richiram konnte man nicht beide fangen. Die musste man tauschen. Tatsächlich. Denn nur wenn man beide hat, kann man Kyurem bekommen. Was eben bei uns das Problem sein wird, dass ich nicht beide bekommen kann. Das bedeutet, wir werden leider Kyurem nicht sehen. Tut mir leid. Aber es wird leider nichts. Du kannst gern ein paar Mal mehr wackeln als nur einmal, ne? Alter. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Oder ich muss halt gucken, dass ich für einen anderen Versuch Panzer-Aeron den Beulenhelm halt wegnehme. Weil so killt es das Pokémon halt direkt. Ja, und jetzt One-Shot, das ist alles hier. Na geil. Wir haben ein kleines Problem. Wenn das Teil nicht mal langsam drin bleibt. Und es will halt einfach nicht drin bleiben. Ey, ich hasse legendäre Pokémon in diesem Spiel. Wow. Ich hasse es einfach, legendäre Pokémon zu fangen. Es macht einfach keinen Spaß. Mal im Ernst. Dankeschön. Ranten bringt was. Ich wusste es. Meine Güte, meine Güte. Jo. Da haben wir auch Terrakium. Wunderbärst. Es ist, glaube ich, das gleiche wie bei Kobalium. Es spawnt halt einfach nur an einem anderen Tag oder so. Entsprechend fehlt jetzt nur noch Viridium. Dann hätten wir das Musketier-Trio schon mal komplett. Ja, wunderbärst. Ja, wunderbärst hier. So, genau. Noch kurz angucken. Wow, hallo. Was zur Hölle? Okay, bei mir backt hier gerade irgendwas rum.
Moment. Okay, jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Ich habe keine Ahnung, was da gerade los war. Warum das nicht funktioniert hat. Na gut, hier haben wir Kobalium. Terrakium. Jo. Mutiges Wesen. Handy klingelt. Jetzt will mir sagen, yo, hier, der Part ist zu Ende. Was er jetzt auch ist. Von daher, ja, will ich auch mal sagen. Wenn das Video euch gefallen haben sollte, lasst gerne ein Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch lassen. Gerne mit einer kleinen Bekrönung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir ein weiteres Legi in unserer Box sperren. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.